Bevor du das Video anschaust, nimm dir doch bitte die Zeit und abonniere unseren Kanal. Drücke danach die Glocke, damit du immer als erstes über unsere neuen Videos informiert wirst. Gurken schälen oder nicht? Was ist gesünder? Solltest du die Schale von Gurken entfernen oder sollte sie dranbleiben? Das Schälen kostet meist viel Zeit und ob es wirklich besser ist, die Gurken geschält in den Salat zu geben oder ob es nicht doch besser ist ohne Schale, das zeigen wir in diesem Video. Aber auch was du beachten solltest beim Verzehr von Gurken. Die Gurke ist super gesund und lecker und darf in kaum einem Salat fehlen. Welche gesundheitlichen Vorteile sie uns bringen, kannst du in unserem Video Die Salatgurke – 9 erstaunliche Erkenntnisse, warum sie so gesund ist, ansehen. Leider geht beim Schälen der Gurke eine Vielzahl der Nährstoffe verloren, denn da verstecken sich die meisten Ballaststoffe, Vitamine, im Besonderen Vitamin K und Antioxidantien, welche als Radikalfänger im Körper wirken und uns vor freien Radikalen schützen. Diese Nährstoffe sollten wir unserem Körper aber nicht vorenthalten. Gerade wenn die Schale des Gemüses bunt bzw. stark farbig ist, sind besonders viele Ballaststoffe enthalten und dabei handelt es sich um unlösliche Ballaststoffe, welche sich nicht auflösen und damit helfen, den Darm gesund zu halten. Dies gilt zum Beispiel auch für die Zucchini und auch die rote Beete. Wenn du die Gurke normalerweise wegen möglicher Pestizide schälst, da reicht es auch, wenn du die Gurken gründlich wäschst. Es reicht hier auch vollkommen, das mit reinem klaren Wasser zu tun. Bist du dir trotzdem nicht sicher, solltest du auf Biogurken zurückgreifen. Dennoch, auch wenn die Schale an der Gurke dranbleiben sollte, solltest du darauf achten, dass der Stielansatz entfernt werden sollte, denn hier kann die Gurke als erstes Bitterstoffe bilden. Wenn du genau von dieser Stelle ein Stück Gurke probierst und dieses bitter schmeckt, so solltest du das Stielende großzügig abschneiden. Die Gurken, die heutzutage erhältlich sind, sind aber meist so gezüchtet, dass sie nur noch sehr wenige Bitterstoffe enthalten. Bei Gurken aus dem eigenen Garten sieht das anders aus. Die können tatsächlich bitter schmecken. Am Ende des Tages zählt aber, Hauptsache du nimmst überhaupt ausreichend Gemüse zu dir, denn Gemüse ist ein wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung. Entscheide für dich selbst, ob mit oder ohne Schale, aber eigentlich wäre schade um die entgangenen wichtigen Nährstoffe. Bitte bleib gesund. Danke fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeige es doch mit einem Daumen nach oben und teile es mit deinen Freunden. Wir freuen uns auch über deinen Kommentar. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere unseren Kanal und drücke danach auf die Glocke, damit du immer sofort die neuesten Tipps und Rezepte erhältst.